Ja, hallo zusammen, ich bin's Kirin und heute bin ich zurück mit einem Vlog. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie eigentlich mein Tag aussieht durch diese äußerst besondere Corona-Zeit. Nach dem Waschen meines Gesichts gehe ich eigentlich immer gleich Frühstück essen. Heute werde ich einfach Toast mit Avocado und Butter essen. Dieser Toaster sieht ein bisschen sehr exotisch aus. Den haben wir übrigens neu gekauft letztens. Ach ja, ich liebe Avocado über alles und ich esse das gerne mit Aromat und eigentlich ja Butter unten dran. Und ja, so diese Kräuterstreusel-Dings. Das sind meine zwei neue Geräte und ich liebe diese über alles. Und zwar ist es so ein Rose Gold, das ich wirklich sehr elegant finde. Und ja, hier hat meine Mutter mir auch Essen zubereitet und ich lerne einfach so nebendran. Multitasking. Später gehe ich wieder ins Zimmer und ich mag es eigentlich, so das Environment zu wechseln. Und ja, das ist ein neues App, das ich letztens eigentlich auf App Store gefunden habe. Ich habe ein neues iPad gekriegt und hier trage ich eigentlich einfach meinen Tag ein und so ein To-Do-List, was ich eigentlich gerne machen würde. Dieses App hat super viele süße Stickers und wirklich unbegrenzt. Da muss man überhaupt nichts teilen. Das finde ich echt toll. Ich liebe es eigentlich, Journaling zu machen über die Pausen. Da kriegt man einfach eine sehr gute Balance zwischen dem Lernen und Relaxen. Und natürlich bekomme ich hier das Luxus-Service, eine Massage. Und hier sind unbegrenzte Snacks aus Asien. Diese sind englische Chips, sehr gut. Hier habe ich ganz viele Tees aus China und ich liebe diese so sehr. Das haben wir zugeschickt bekommen und ich liebe es. Über die Pausen genieße ich sehr gerne eine Tasse Tee. Verschiedene Arten von Tees haben auch verschiedene Arten von Effekten für den Körper. Und hier nehmen wir Rose und dieses Gelbe hier, Löwenzahn, denke ich. Sagt man auf Deutsch und das gibt eine gute Balance zwischen heiß und kaltem Effekt. Und es sieht auch wunderschön aus. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich nie richtig konzentrieren kann, wenn ich eigentlich Hunger habe. Ist es bei euch auch so? Nach ein bisschen Ausruhen und Tee trinken und ein bisschen essen, gehe ich wieder dann lernen. Von nun an werde ich eigentlich konstant nur weiter lernen mit kleinen Pausen dazwischen. Ich lerne meistens eigentlich 30 bis 40 oder fast eine Stunde und danach mache ich immer 5 bis 10 Minuten Pausen. Zum Abendessen werde ich Steak und Gemüse haben und es scheint wahrscheinlich ein bisschen komisch für euch zu sein, aber ich werde das mit Reis essen und das ist Kalpis, mein Lieblings. Da wir aber jedoch mehr essen wollen, und zwar sogar was Ungesundes, haben wir uns entschieden, bei McDonald's vorbeizugehen. Und wir haben das Übliche eigentlich bestellt, unser Pommes und McFlurry. Zu Hause gehen wir dann wieder lernen und hier bin ich dann im Bett ein bisschen ganz gemütlich, den Tag zu beenden. Das ist ein Christmas-Event von Yasha und ich liebe sie so sehr. Und so ist es ein Box mit 24 verschiedenen Masken als Symbol für die 24 Tage bis Weihnachten. Yasha hat wirklich die besten Marken aus Korea. Ich konnte es selber kaum glauben, dass man diese wirklich bis in die Schweiz eigentlich bestellen kann. Und zwar unter anderem Innisfree, Micha, Opio, Claire's und Etude House und ganz viele mehr, wie auch Huxley, welche meine Lieblingsmarke aus Korea ist. Hier ist eine Seife von Claire's und zwar habe ich das letztens entdeckt und sie ist extrem gut und zwar wirklich frei von Chemikalien und sie wird dann die tote Hautzellen eigentlich entfernen. Als sanfte Peeling eignet sie perfekt. Das ist mein Lieblingstoner aus Korea und zwar ist das von der Marke Etude House und da liebe ich sie so sehr. Den habt ihr sicher schon eigentlich auf meinem Instagram-Story gesehen. Falls nicht, solltet ihr mich auf Instagram mal besuchen kommen unter Kirin Graham. Auf jeden Fall ist das ein Toner mit einem pH-Level von 5,5, das perfekt ist für die Haut.
Und zwar benutze ich gerne immer so diese Multi-Button und lege dann ein bisschen vom Toner drauf und dann gehe ich eigentlich ganz leicht über mein Gesicht. Ich habe all die Produkte eigentlich unten verlinkt und ja, dann bin ich eigentlich schon bereit zum Schlafen gehen. Gute Nacht zusammen!